Hallo, ich möchte heute über eine sensationelle Entwicklung im Reisanbau berichten, mit der man etwa 20% der gesamten Süßwasserverbräuche weltweit einsparen kann. Das klingt unglaubwürdig, aber hören Sie selbst. Es ist wirklich ein tolles System und entwickelt worden von Dr. Tafsif Shah bei mir am Institut als Forschungsarbeit, Doktorarbeit. Und Tafsif ist aus Kaschmir, einem Reisanbaugebiet, wo die Regierung geraten hat, doch keinen Reis mehr anzubauen, weil es zu wenig Wasser hat, was dort eine Katastrophe gewesen wäre. Und wir haben also dann vor ein paar Jahren gesagt, nee, da müssen wir was tun. Und die Geschichte dafür erzähle ich jetzt. Ja, wir haben eine schöne Entwicklung im Reisanbau seit 40 Jahren, und zwar geht das in Richtung von Trockenreisanbau. Reis ist eigentlich keine Wasserpflanze, die ist gar nicht so gerne unter Wasser. Man baut es aber unter Wasser an, um halt den Unterwuchs zu stoppen. Und das hat sich halt dann so eingebürgert und überall in der Welt wird zum allergrößten Teil immer noch Nassreis angebaut. Mit verheerenden Wirkungen, selbst Java, die indonesische Insel mit über 2 Meter Regen im Jahr, hat inzwischen mit Trockenheit zu kämpfen durch den ganzen Reisanbau zum großen Teil. Und diese Art von Anbau macht eigentlich nicht sehr viel Sinn. Und vor etwa 40 Jahren hat aus Madagaskar es eine Entwicklung gegeben, das nennt sich SRI. Also SRI, System of Rice Intensification. Das System hat sich dann im Laufe der Zeit verbreitet, hauptsächlich unter Kleinbauern, und spart schon mal sehr viel Wasser. Und das ist von Cornell University seit 40 Jahren halt propagiert worden, mit sehr viel Engagement. Und wir haben jetzt aufgrund der Entwicklung, die wir gemacht haben, Glückwünsche aus Cornell gekriegt, dass das jetzt da dieses SRI-System zu 3.0 macht und zum neuen Level bringt. Und da waren wir sehr begeistert. Auch andere Fachleute aus dem Bereich haben uns gratuliert. Und da bin ich sehr froh drüber. Und ich möchte das jetzt mal so ein bisschen im Detail berichten. Mein Name ist Ralf Otterpohl. Ich leite das Institut für Abwasserwirtschaft und Gewässerschutz an der TU Hamburg, wo diese Entwicklung gelaufen ist, in meiner Arbeitsgruppe ländliche Entwicklung. So, die Landwirtschaft verbraucht etwa 80% allen Frischwassers. Reisanbau hat den Anteil von über 50% davon, also 40% des Weltwasserverbrauchs geht aufs Konto von Reis. Bei Agrochemikalien haben wir verschmutzte Böden, auch Böden, die irgendwann nicht mehr produktiv sind, belastetes Wasser und Lebensmittel, einen hohen Energiebedarf für Dünger und hohe Kosten. Und das ist etwas, was dann halt durch die Verschlechterung des Bodens auch den gesamten Wasserkreislauf und das Klima bedroht. Und hier mal Bilder von dem Nassreisanbau beim Umpflanzen. Und dann haben wir in immer mehr Regionen jetzt das Problem, dass dann der Reis halt da austrocknet, weil kein Regen mehr fällt. Und dieser Reis stirbt oft auch ab. Die gesamte Ernte kann ausfallen. Und das ist existenzbedrohend für die Kleinbauern. Wenn wir jetzt nach Agroökologie gucken, da geht es um Aufbau von widerstandsfähigen, effizienten und nachhaltigen Lebensmittelsystemen. Und das ist hier ein Agroökologiesystem. Das ist halt ein System, wo diese ganzen Faktoren zusammenspielen. Wir gucken nach der Luftqualität, lokaler Zugang zu frischen Lebensmitteln, Wasserqualität und Naturschutz,
Land und ländliches Leben und dann aber auch Bodengesundheit und Biodiversität. Das ist also die Einbindung von der Wissenschaft her gesehen. Und wenn wir jetzt uns mal angucken hier, wie Reis normalerweise angebaut wird, dann sehen wir hier mal im Gegensatz zu dem Nassanbau hier links auf der rechten Seite diesen SRI-Anbau, SRI, wo die Pflanzen halt sehr viel mehr Abstand haben und sich dann viel besser entwickeln können und letztlich dann auch mehr Ertrag haben. Wichtig ist bei dem System, es muss immer etwas Kompost an jede Pflanze gebracht werden, statt Mineraldüngung. Und dann wird halt bewässert nach Bedarf, aber es steht nicht das Feld die ganze Zeit unter Wasser. Also die Verdunstung sinkt sehr, sehr dramatisch ab. Wir haben auch kein Malaria-Problem mehr. Reisfelder verbreiten Bilharziose, das ist eine Krankheit, die die Menschen krank macht. Also Menschen im Reisanbau haben sehr, sehr oft verheerende Gesundheitsfolgen zu tragen, nehmen oft routinemäßig Mittel ein, die diese Augenzerstörung vermeiden soll. Und das ist halt jetzt mit diesem SRI-System, sind diese Probleme halt schon mal gelöst. Aber es gibt halt mehr Unterwuchs und das ist ein Riesenproblem. Man kann sich vorstellen, hier drunter ist natürlich in der Fläche viel mehr Platz und dann gibt es mehr Unterwuchs. Ja, das verbreitete und bewährte Verfahren von SRI ist eine agrarökologische Methode des Reisanbaus, aber in Monokultur. Wir stärken jetzt die Agroökologie und bauen auf dem SRI-Trockenreisanbau auf, den etliche Millionen Kleinbauern in verschiedenen Teilen der Welt machen. In Kaschmir war das unbekannt. Ich hatte das in Indonesien vor 20 Jahren kennengelernt von einem der ursprünglichen Entwickler. Und war damals schon begeistert und habe dann da halt 20 Jahre später gesehen, aha, für Kaschmir, da können wir darauf aufbauen und haben jetzt das System weiterentwickeln können. Ja, der Hauptnachteil an SRI ist erhöhter Aufwand fürs Jäten und dieser Aufwand wurde mit dem Feldversuch in Kaschmir durch, was wir jetzt iRice nennen, Intelligent Rice oder Intercropping Rice, mit Bohnen um 70% vermindert. Also das ist überhaupt kein großes Problem mehr. Also das größte Problem ist gelöst und zum anderen ist Bohne Leguminos, deshalb ausgesucht worden und kann dann auch noch Stickstoff liefern. Ja, hier mal ein paar Bilder davon, wie so Felder vorbereitet werden. Das Einpflanzen in diesen weiteren Abständen. Und so sieht das dann aus, wenn sich das entwickelt hat. Und das ist hier, das sind Bilder aus Kaschmir, aus unserem Projekt. Ja, dann kann man halt sagen, dass hier in diesem ja, immer Viereck aus Pflanzen dann dieser ganze Unterwuchs kommt und das ist halt ein Problem, weil man dann dauernd jäten muss. Und jetzt haben wir aber eine höhere Artenvielfalt, wenn wir eine andere Frucht mit anbauen und diese kann zugleich den Unterwuchs da verringern. Und dann kommen wir zu intelligenten Mischkulturen. Und das ist halt die Idee, dass wir halt die Reispflanzen weiter auseinandersetzen, wie im SRI-System, und dann dazwischen jeweils eine Bohne. Und da ist das Timing relativ wichtig. Und jede Bohne kann halt dann um sich herum Stickstoff liefern. Und das ist halt eine Sache, wo dann halt hier auch eine starke Bodendeckung entsteht durch die Bohnenpflanze, die ist relativ dominant, also auch das Wurzelwerk. Und dann ist der Unterwuchs so wenig, dass das kein großes Problem mehr macht. Und da haben wir halt hier mal ein Bild, wo die Bohne hier mit wächst. Und das ist halt so unser
Ansatz hier. Und hier kann man schon sehen, dass die Pflanzen sich beide gut entwickeln. Die Blattfarbe ist immer ein wichtiger Indikator, ob es den Pflanzen gut geht, ob die Spurenelemente alle da sind. Stickstoffbindung funktioniert nur, wenn Molybdän auch im Boden ist. Und so sieht das dann aus, wenn die Bohne dann auch wächst, Buschbohne. Und wenn man das Timing richtig hinkriegt, kann man auch die Bohnen ernten. Das ist allerdings ein bisschen knifflig, das passend zu machen. So, und jetzt die Stickstofffixierung. Das ist halt hier die biologische Fixierung. Also statt Stickstofffabrik, die sehr viel Energie verbraucht, macht die Natur das selber. Und das ist halt etwas, wo wir diese Knöllchenbakterien haben, die man hier so weiß sieht. Und die können halt Stickstoff binden. Und das ist halt diese ja, Wechselwirkung. Also dass diese weißen hier links sind hier diese Knöllchen. Und das ist eine bakterielle Fixierung des Stickstoffs. Das Enzym Nitrogenase wird dabei verwendet und das braucht halt zwingend Molybdän. Ja, wie SRI funktioniert, ich zeige das jetzt hier mal im Schnitt, beziehungsweise ich zeige als erstes einmal den Reisanbau mit Überflutung. Dort wird sehr dicht gepflanzt und die Wurzeln können sich kaum entwickeln, weil die halt ruckzuck auf die Nachbarpflanze stoßen. Sehr viel Wasser verdunstet hier, Malaria und Bilharziose und was weiß ich auch alles da an Nachteilen da ist. Der Vorteil, wie gesagt, bei der Überflutung ist halt die Unterdrückung des Unterwuchses. Und das ist gerade natürlich in warmen Ländern noch ein sehr großes Problem, weil die, ja, durch viel Sonneneinstrahlung hat man eine unglaubliche Wüchsigkeit. Und jetzt das SRI-System hat halt kein Wasser mehr da stehen. Die Pflanzen werden weiter auseinandergesetzt, können sich dadurch richtig kräftig entwickeln und haben halt Wurzeln, die dann richtig tief auch in den Boden gehen. Und das ist halt ein System, was auch sehr viel mehr Frucht bringt, weil halt hier sehr viel mehr Ähren entstehen und die Pflanzen sich nicht so massiv gegenseitig behindern. Das ist ein super Erfolg. Ich glaube, 2 bis 3 Weltrekorde durch SRI. Also es kann mehr produzieren als Nassreisanbau. Und wir haben das jetzt mit dem iRice, mit dem Intercropping noch getoppt. Da ist halt jetzt hier, ich male es hier einfach mal mit rein, wird hier eine Bohne gesät zum passenden Zeitpunkt. Dann hat man hier die Bohne am Wachsen und die hat halt dann Wurzeln, die dann hier auch Stickstoff liefern an die Pflanze. Und so hat man dann ein sehr ja, gut funktionierendes System. Man muss es aber auch richtig machen, aber man kann die ganzen SRI-Betriebe relativ einfach umstellen, weil die schon fast alles richtig machen und man das dann einfach noch verbessern kann. Und dann gibt es noch mehr Ertrag, eine höhere Ausfallsicherheit, Stickstofflieferung. Wie gesagt, der Kompost muss immer da dran. Das ist für die Bauern oft erstmal das Problem, wenn die umstellen, weil man keinen Mineraldünger mehr verwendet. Mineraldünger ist sehr schädlich fürs Bodenleben, wäscht aus ins Grundwasser die Nitratproblematik und ist für die Bauern sehr, sehr teuer auch. Und es verbraucht halt sehr viel Energie, was wir ja auch nicht wollen. Ja, hier nochmal ein Bild. Wir ordnen das so an, dass halt die Bohne hier mit ihrem Stickstoff immer so einen Radius hat und möglichst da die umliegenden Pflanzen dann erreicht. Und hier ist halt das Bohneneinsäen. Hier sieht man halt die Phase. Das ist so, da sind die Pflanzen. Also bei SRI werden die früher verpflanzt als bei Nassreisanbau.
Und dann muss man den richtigen Moment erwischen, um die Bohnen zu säen dazwischen. Und Tafsif hat jetzt ist auf die Idee gekommen, einerseits dadurch, dass er von mir über SRI gelernt hat. Und dann hat er gesehen, ah, in Kaschmir, der hatte das immer mal beobachtet, wird eigentlich schon seit langer Zeit immer auch Bohne an Mais gesetzt. Auch in Südamerika gibt es solche Systeme, wo dann auch Kürbis zum Teil dazu kommt. Und das ist ein sehr erfolgreiches System. Und so hatte er die geniale Idee, das jetzt auch im Reisanbau zu machen, wo vorher natürlich niemand dran gedacht hat, jetzt in Kaschmir, weil die da den Nassreisanbau hatten und die Bohne da keine Chance hätte. Und das ist jetzt eine super Sache, weil das ist relativ einfach anzuwenden. Jetzt hier die Messungen, die gemacht wurden. Also wir haben jede Menge Parameter gemacht, gemessen, Chlorophyllgehalt, Nährstoffaufnahme, organische Substanz im Boden, weil wir wollen den Boden auch verbessern, Anzahl der Blätter, Pflanzenhöhe, und Anzahl der Rispen, Länge der Rispen, Ährenzahl, Korn pro Rispe, Korngewicht, gefüllte Körner, Reiskornausbeute, Biomasse insgesamt. Das Stroh ist auch wichtig, weil das nämlich ein Futter ist und dann in diesem System halt eine dritte ja, Einnahmequelle ist. Also der Reis, das Reisstroh ist gutes Tierfutter und wird auch ordentlich bezahlt. Ja, und ökonomisch hat sich gezeigt, wunderbar, es läuft sehr gut. Die Bauern verdienen deutlich mehr, vorher oft halt an der Grenze überhaupt was zu verdienen und jetzt plötzlich ein ordentliches Einkommen. Kinder können zur Schule gehen, die Familie ist gesichert und das ist ein Unterschied von Hunger und Wohlstand für viele, viele Kleinbauern. Also insofern hoffen wir, dass sich das weiter verbreitet. Da wünschen wir uns auch Unterstützung. Ich werde hier drunter noch reinsetzen, einmal eine Crowdfunding-Aktion, wo man mit Geld beitragen kann. Wir suchen aber auch Leute, die über Master arbeiten, vielleicht auch Promotionen mit beitragen, das weiterzuentwickeln und auch Ausbildungsmaterialien entwickeln, weil nur wenn dieses System bekannt wird, kann es halt die 20% Wasser weltweit einsparen. Und das denke ich, dass das machbar ist, weil das sollte eigentlich viele begeistern. Ja, hier ein Blick auf die Versuchsfelder in Kaschmir. Also es gab Bauern, die dann da mitgemacht haben und die auch zum Glück alle gute Erfahrungen gemacht haben. Es gab keine Ausfälle und ja, hier die Bohne rein. Das kommt halt hier dazwischen. Ne? Hier sieht man halt die jeweils diese Vierecke aus den Pflanzen und dazwischen kommt dann halt hier die Bohne. Ja, die Ergebnisse aus dem Gewächshaus. Wir haben halt an der TU Hamburg Reis angebaut, allerdings im Gewächshaus in unserem in unserer Versuchshalle. Aber auch da kann man tatsächlich Reis anbauen. Und ja, da gab es halt ordentliche Wassereinsparungen. Und das ist halt, was sich in den Feldversuchen dann auch bestätigt hat. Ja, die Nährstoffaufnahme ist ein wichtiger Parameter. Und da haben wir gesehen, dass die Stickstoffaufnahme deutlich gestiegen ist. Also es ist mehr gewachsen und der Stickstoff wurde ja zur Verfügung gestellt durch die Bohne. Man könnte auch Erbse nehmen, die ist aber in Kaschmir nicht wirklich im Nahrungsprogramm. Da muss man natürlich immer was nehmen, wo auch ein lokaler Absatz ist, was bekannt ist. Phosphoraufnahme auch sehr viel höher und das deutet halt alles darauf an, darauf hin, dass das halt besser funktioniert. Die Kaliumaufnahme ist etwa gleich. Chlorophyllgehalt also auch deutlich besser. Und ich will auf die Versuche gar nicht so im Detail eingehen. Das ist mehr dann was für die Spezialisten und wir haben halt auch noch Fachveröffentlichungen, die Dissertation von Tafsif als Buch und so weiter. Also die Leute, die sich da mehr interessieren, können da mehr erfahren. Wir machen auch entsprechend noch wissenschaftliche Publikationen, die aber leider die Kleinbauern üblicherweise nicht erreichen. Und der Chlorophyllgehalt ist mit einer Erhöhung der
Biomasseproduktion des Ertrages verbunden. Stickstoff ist ein wesentlicher Bestandteil des Chlorophylls. Daher wird ein höherer Gehalt an Stickstoff erwartet. So, hier sind ein paar Bilder aus unserem Gewächshaus. Das hat halt erstmal gezeigt, es geht. Und dann ging es halt ins Freiland. Und die Pflanzenwachstumseigenschaften und dazwischen Fruchtanbauen waren im Labor deutlich besser. Die Erprobung der Innovation im Feldversuch in Kaschmir war dann der nächste Schritt. Und so wurde das hier gemacht. Tafsif Shah kommt selber aus der Region im Umfeld von Familienbetrieben, die Reisanbau zum großen Teil machen. Insofern hatte er guten Zugang dort. Er hat auch eine NGO schon seit längerer Zeit dort mit betrieben, also einen Verein, der sich halt um besseren Anbau kümmert. Insofern war das gut vorbereitet. Und so geht es da jetzt auch weiter. Und um diesen Verein zu stützen, dass noch mehr Bauern das machen können, erstmal Kompost kaufen, hat Tafsif jetzt diese Crowdfunding-Aktion gestartet. Und ja, hier sind so ein bisschen die ja, Zeitabläufe. Bohnen nach dem ersten Jäten. Also man jätet noch einmal richtig durch, weil wenn die Bohne noch nicht da ist, wächst natürlich der Unterwuchs. Und die Zwischenfrucht kann entweder als Zweitfrucht geerntet werden oder in den Boden gemulcht werden. Die Blätter können sowieso dann zum Mulchen genutzt werden, weil wir brauchen in solchen organischen Systemen, in Biosystemen auf jeden Fall viel organisches Material. Ja, hier ist dann die Bohne, die hier aufläuft und dann hinterher, wenn das schon weiter ist, sieht man die Bohne da, wie sie schön dazwischen wächst, aber auch kein großer sonstiger Unterwuchs mehr herkommt. Das System hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und hier die Ergebnisse der Feldversuche vom Pflanzenwachstum. Also wir haben das, was wir heute iRice nennen, haben wir erst 3B genannt. Also 3B wäre halt hier immer jeweils dieses hier. Und das ist halt das, was hier an Ergebnissen rauskommt. Also maximale Höhe bei iRice deutlich besser. Und wir haben auch die Zahl der Bodenbearbeitungsschritte hier drinne und die durchschnittliche Rispenlänge, was auch ein wesentlicher Parameter für den Ertrag ist. Und man kann tatsächlich sehen, dass der ja, der übliche Trockenreisanbau überhaupt nicht optimal ist, aber dafür doppelt so viel Wasser verschleudert im Schnitt. Ja, und hier halt einmal der normale SRI-Reis und hier der I-Reis, und da kann man schon sagen, dass das sehr viel Sinn macht. Und hier eine Ähre in SRI normal und jetzt hier im System von 3B I-Reis. Also von daher ein riesen, riesen Erfolg und das bei geringerem Wasserverbrauch unter Einsparung von Agrochemikalien, unter Bodenaufbau, ja, Verringerung der Ausgaben und so weiter. Ja, die Ergebnisse hier nochmal, verschiedenen Parameter und ich beschränke mich mal hier jetzt einfach auf den Ertrag pro Hektar, Tonnen pro Hektar. Also hier haben wir 4,2 im Verhältnis zu dem normalen überfluteten Reis. Und ja, das zeigt sich halt auch in den anderen Messergebnissen. Sehr, sehr viel gemessen worden. Das ist alles sehr teuer und aufwendig. Aber das muss man natürlich bei der Praxisanwendung dann nicht mehr jedes Mal machen. Übrigens ein interessanter Punkt bei SRI-Reis. Gibt es ein Qualitätskriterium? Die meisten Kleinbauern können sich nicht erlauben, Biozertifikat zu erwerben. Und es wird gesagt, SRI darf man sich nennen, wenn man
mindestens 100 Regenwürmer pro Quadratmeter hat, was also ein Indikator für Boden ist, der ja nicht mit Bioziden belastet wird und auch nicht mit Mineraldünger malträtiert wird. Ja, hier das Ganze nochmal bildlich dargestellt, also deutlicher Mehrertrag. Und das ist halt tatsächlich, das sind Messungen aus dem Feld. Das heißt nicht, dass das jetzt immer so sein muss. Es ist immer eine Variationsbreite und wir sind hier natürlich noch am Anfang. Die Arbeiten werden weitergehen. Wir werden das auch forschungsmäßig weiter begleiten. Und wir wollen aber, dass immer mehr Bauern das machen, damit wir das auch statistisch besser erfassen können bei immer mehr Betrieben, die dann mitmachen. Ja, Unkraut, Dichte von Unterwuchs oder Unkraut. Das ist hier bei SRI das Riesenproblem. Also hier haben wir tatsächlich ein Thema. Und bei iRISE sieht das so aus, dass der Unkrautdruck massiv abgenommen hat und auch hauptsächlich in der ersten Phase auftritt, wo man eh noch einmal bearbeitet und dann die Bohne macht. Das ist also ein Arbeitsdurchgang und so sieht das halt aus mit den anderen Parametern. Da die Bilder dazu und hier ist halt tatsächlich dann ein wunderbares System entstanden. Drastischer Rückgang Unkrautbefalls, besseres Pflanzenwachstum, Vermeidung des Einsatzes von Pestiziden ohne den damit sonst verbundenen hohen Arbeitseinsatz und natürlich noch die Stickstofflieferung. Ja, hier noch ein paar Bilder, spricht glaube ich für sich. Und hier dann auch die Gegenüberstellung von SRI links und 3B rechts. Also es gibt tatsächlich Pflanzen, die massiv wachsen und auch die Frucht überwuchern können. Und hier sieht man, dass da nicht so viel passiert, weil wir haben hier Beschattung und so weiter, also und die Wurzel. Konkurrenz, also die Bohne ist sehr dominant und da kann nicht so viel anderes unterwachsen. Und die Wurzeln hier bei dem SRI gehen halt sehr, sehr viel tiefer in den Boden. Ich habe jetzt hier kein Bild, sollte ich mal noch einbauen. Es gibt also auch Bilder von Wurzeln, die muss man richtig ausgraben, so tief sind die. Und da werden natürlich dann auch wichtige Spurenelemente hochgebracht und landen dann halt auch in der Frucht, sodass das halt auch für den Menschen gesünder ist, für die Umwelt gesünder, für den Menschen gesünder. Ja, Unkrautbekämpfung ohne Pestizide, eine zweite Kultur als positiver Nebeneffekt. Ja, Foto, Zwischenfruchtanbau und insgesamt propagieren wir eine Abkehr von unnatürlichen Monokulturen, Einstieg in Zwischenfruchtanbau, mehr Agroökologie und Gewässerschutz. Und wir als Gewässerfachleute sind natürlich jetzt richtig hier dran, weil solche Entwicklungen kommen eher nicht aus dem Feld von Agrarforschung. Insofern sind wir hier als Wasserwirtschaftler diejenigen, die jetzt Umwelt, Gewässer und den Menschen, den Kleinbauern vertreten. Ja, die ökonomischen Ergebnisse sind dramatisch. Ich will jetzt mal nur das Endergebnis hier zeigen. Also die Gesamtkosten hier bei den verschiedenen Systemen und die Kosten waren hier höher, hauptsächlich jetzt erstmal wegen Kompostkauf. Kompost kann natürlich dann hinterher auch lokal produziert werden. Man muss allerdings bedenken, Kompost braucht auch Fläche, muss auch irgendwo herkommen. Der fällt normalerweise nicht vom Himmel. Und Tierhaltung dazu ist auf jeden Fall sinnvoll. Wie gesagt, das Reisstroh wird gerne von Tieren gegessen. Dann kann man den Dung der Tiere wiederum nutzen. Und trotz dieser hohen Ausgaben von Kompost, die wir jetzt erstmal vom Institut aus gedeckt haben, um den Menschen den Einstieg zu erleichtern, trotzdem eine sensationelle Erhöhung der Einnahmen um
fast 60%. Ohne den Kompost wäre das noch deutlich mehr gewesen. Und das zeigt natürlich schon, dass sich das absolut lohnt. Und deshalb denken wir, das wird sich verbreiten. Aber dafür müssen Leute erstmal davon erfahren. Deshalb dieses Video und die anderen in Englisch, weitere Sprachen werden folgen. Bitte schickt das an Leute, die halt sich dafür interessieren können und die wirklich was für die Menschen tun wollen und einfach den Weltwasserverbrauch mit drastisch senken wollen und was echt gegen den Klimawandel tun. Nicht nur die Dinge, wo Milliardenmärkte entstehen, sondern das, was den Menschen direkt dient und das Klima lokal dramatisch verbessern kann. Ja, rund 60% Steigerung, noch mehr Potenzial, Weg zu gesünderen und resilienteren Nahrungsmittelsystemen. Ein Weg aus Armut und Hunger. Eine Idee, die verbreitet werden muss, und das ist der Aufruf. Und damit komme ich hier zum Ende und danke für das Mitdenken. Es braucht Leute, die von diesen Dingen wissen, die das helfen zu verbreiten. Wir stellen gerne Folien zur Verfügung. Wer Vortragsveranstaltungen organisieren möchte für Gruppen, die sich um Zusammenarbeit mit anderen Teilen der Welt kümmern, fragen Sie uns. Da kann der Dr. Schaar, der auch recht gut Deutsch spricht, gerne auch vorbeikommen oder ich selber. Kombiniert sich sehr schön mit meinen Vorträgen zu regenerativer Landwirtschaft. Und das ist etwas, ja, wo wir eigentlich jetzt sehr optimistisch sind, dass das gut weitergeht. Dazu würde auch gehören, dieses Video einfach mal rumzuschicken, dass die Leute halt von diesen Dingen erfahren. Ja, weitere Materialien, kostenloses Buch hier bei uns im Institut. Und dann gibt es noch weitere Materialien, interaktiver Online-Vortrag gibt es im Revival-Projekt. Revival hat ganz, ganz viele Themen über ländliche Entwicklung, über besseren Umgang mit Abwasser, mit Toiletten, mit Trinkwasserressourcen. Und das ist halt etwas, wo man das interaktiv lernen kann. Für SRI bei Cornell University, wie gesagt, die haben uns absolut gratuliert jetzt für das, was uns jetzt hier gelungen ist. Es sieht im Nachhinein so einfach aus, aber es muss halt einfach erstmal jemand drauf kommen. Ich bin auch nicht drauf gekommen. Ich habe immerhin aus Indonesien meine Erfahrung dann mitbringen dürfen und 20 Jahre später an der richtigen Stelle halt die richtige Person damit inspirieren dürfen. Bin ich sehr froh drüber. Agroökologie gibt es hier auch Bücher. Und damit möchte ich schließen und danke sehr für das Interesse.